Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Ja, hier willkommen zu den Ungebetenen. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wer hier mehr ungebeten ist. Aber auf jeden Fall werden wir versuchen, diesen Rang zu erringen. Vor allem, weil wir gerade eben hier schon mal den ersten Stern auslutschen. Und das ist schon relativ bald jetzt hier gleich der Fall. Oh, jetzt habe ich eine Rebellion am Start. Warum habe ich hier eine Rebellion am Start? Die greifen da oben irgendetwas an. Ja gut, da kann ich gerade wenig dagegen machen, ne? Das sind aber auch Gebiete, wo ich einfach sagen muss, die sind mir so richtig schön herzlich egal. Engaging hostile station. So, jetzt möchte ich endlich das machen, was ich schon die ganze Zeit tun wollte. Ich werde jetzt erstmal die Bedrohungskorvette da rausnehmen und darüber verlagern. Ich werde, das muss ich jetzt ganz, ganz kurz machen, das tut mir sehr leid. Die dämlichen Schiffe machen nämlich ansonsten nicht, was ich will. Du gehst da noch mit rüber. Und du gehst da noch mit rüber. Du machst dasselbe hier. Du gehst da mit rüber. Und du gehst da mit rüber. Ich muss jetzt halt echt die Schiffe hier irgendwie verändern, ne? Das ist so, zack. Und zack. So. Das ist jetzt hier erstmal so der Plan. Und wir gucken jetzt mal an, was hier dieser lustige kleine Dude da noch macht. Ja, wir haben die erste Dingens verloren. Die fressen jetzt hier leider die ganzen Städte auf. Und ui! Das war nur quasi das Aufladen. Alter! Und was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe Fragen, euer Ehren. Ich muss hier noch mehr von den Dingern einkaufen, verdammte Axt. Okay, also ich habe dieses System vernichtet. Ich sollte es vielleicht nicht mit meinen eigenen tun. Das sind Dinge, die ich gerade eben gelernt habe. Kann ich das jetzt eigentlich wieder... Ja, ich kann es wiederholen. Sehr schön. Oh Gott, ey, guck mal, was hier los ist. Und hier oben, diese dämlichen Anbinden, ey. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt habe ich erstmal alles hier zusammengesammelt. Euch, ihr seid eine Extragruppe. Ihr geht auch mit darüber. Und ihr geht da mit rüber. Warte mal, ich habe jetzt ja genau 240er Flottenkampfkraft in Kombination. Die Xura-Korb wurde vernichtet. Das ist mir herzlich egal. So, ihr bekommt nun einen Ausweichen, Unterlichtgeschwindigkeit, genau, den bekommt ihr jetzt. Dann habt ihr hier, ihr seid ja nur 230, ihr geht aber trotzdem schon mal damit hin. Erfahrungszuwachs Anführer, Schadenszurückhaltung. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich da nicht nochmal irgendjemanden nehmen soll, der im Grunde ähnliche Boni hat. Das Problem ist bloß, das habe ich generell nicht so richtig hier gerade eben. Egal, du gehst da auch noch mit dazu. Ihr legt euch jetzt hier mal zusammen. 172 und ein bisschen beschädigt. Euch kann ich auch nicht einfach so zusammenlegen. Du gehst da noch ein bisschen mit rüber. So. Zack. Sind die bei 110. Könnten aber auch noch mal ein paar Schiffe aufnehmen. Was haben wir da noch Schönes? Das sind auch Zerstörer, die sich jetzt mit denen hier zusammentun werden. Mining Station lost. Und jetzt möchte ich ganz, ganz gerne hier diesen Heckenpennerverein hier verfolgen und platt machen. Und das Ziel muss echt sein, sie platt zu machen. Weil genau dafür will ich halt einfach hier diese schnellen Eingreiftruppen haben. Und ganz schnell vorbei. So. Das muss der Plan sein, meine Damen und Herren. So, wir können nochmal eine weitere Sternbasis machen. Tatsächlich ist für mich Flottengröße das Wichtigste gerade eben so ein bisschen. Euch lege ich auch zusammen. Jetzt habe ich nämlich einfach dadurch jetzt hier neue Flotten definiert, ne? Auch das da ist eine neue Flotte. Ihr
Ich muss jetzt alle hier ganz, ganz kurz mal neu definieren. 240, das passt, genau. Zack. Dich lasse ich so. Da ist gar keiner mehr drin. Die kann ich de facto sogar rausnehmen. Genau, die sollen nämlich das hier nicht mehr sein. Genau, dann sind die nämlich de facto hier raus. So. Da werden jetzt hier nochmal ein paar von denen gebaut. Ähnliches Bild hier. Ja, wir werden dadurch ja einiges quasi ins Minus rutschen, das ist mir klar. Hier spare ich mir das gerade eben noch, weil das könnte ein bisschen arg heftig werden. Hier Bedrohungskorvette auch, zack. Und da warte ich noch ganz kurz. Okay, so, der Rest von euch braucht jetzt hier natürlich auch einen Anführer. Waffenreichweite Schiffe, das kommt mir bei denen sehr, sehr sinnvoll vor. Das hier ist auch nochmal so eine Korvettentruppe. Unterlichtgeschwindigkeit, ja, 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 sorry, ist okay. Also euch packe ich jetzt noch zu denen dazu, einfach wegen der Reisegeschwindigkeit. So, jetzt bin ich gespannt, was aus diesem System hier wird, wenn ich das jetzt hier habe. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall 3 Eingreifflotten. Du gehst jetzt dahin und lässt dich hier reparieren. Ich verbessere das jetzt hier gerade eben nochmal. Ich könnte den Kollegen jetzt hier aktivieren, wenn ich wollte, aber ich will gerade eben nicht. Genmanipulationspunkte. Nein, was ist nochmal? Ich brauche keine komische Spezies. Ich brauche keine kleine komische Artefakte. Gönnen wir uns einfach nochmal Kernschichten. Okay, einfach nochmal einen Technologiebonus an der Stelle. Oh, und jetzt sind sie schon langsam aber sicher hier echt nah bei uns. Ich muss mir überlegen, ob ich komme. Ich baue jetzt hier einfach so viele Schiffe, wie nur geht. Ich gehe jetzt tatsächlich da oben hin mit meinen Schiffen. Weil von dort kommt ja, glaube ich, so ein bisschen ein Angriff. Wobei, auch hier könnte ein Angriff kommen. Der Plan muss sein, jetzt hier die Verteidigung sinnvoll zu planen. So. Und auch irgendwo in die Offensive zu gehen, logischerweise. Da ist noch kein Schiff jetzt hingesprungen. Jetzt sind sie drüben, okay. Ihr geht es, wie gesagt, da hoch. Ich muss jetzt eigentlich die Sternengebiete der anderen aufessen gehen. Das wäre eigentlich genau der geile Scheiß. Ich fliege jetzt mit denen da. Das Gemeine ist, ich kann sie irgendwie nicht upgraden, ne? Ich muss gerade nur mal gucken. Ach Gott! Ah, das sind die beiden. Ich weiß jetzt nicht, warum die so eine dämliche Dingens drin haben, aber ist mir jetzt auch egal. Regeneratives Rumpfgewebe am Arsch, die Räuber. Was ist denn das hier? Also das ist ja... Wir sind mal wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, katastrophale Planung, ey. 1, 2, 3. Ja, 3 muss reichen. Und dann hier die Small-Dinger. Und... Das ist sogar schon hier so geplant, wie es sein soll. Das Schiffsdesign kann nicht geändert werden. Warum nicht? Ach, es hat nicht genügend Energie. Okay, dann machen wir das anders. Dann gehen wir hier auf Panzerung. So. Ja, wobei, so geht es jetzt auch relativ easy peasy wieder, ne? Also, ich meine, ich könnte jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Energie reinpacken, aber gut, das Ding heißt jetzt Devourer. Hat jetzt halt doch einen anderen Namen. Egal. Dann gibt's halt, das ist jetzt der... Warum sind die so Chaps zusammenklabastert? Also der hat ja jetzt sogar schon diese Waffen.
Ich verstehe es nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Moment. 4, 5. 1, 2, 3. Also die Designs von den Dingern sind schon... Ne, warte mal, die sind, glaube ich, extrem gut gegen Schilde, die Dudes, ne? Ich weiß momentan nicht, was ich von dem ganzen Zeug zu halten habe. Aber auf jeden Fall müssen wir vorsichtig sein. Der kostet halt einfach nur 8000, ne, davon. Nur das. Nur. Und jetzt kann ich das Ding ja doch noch reinmachen. Und da war die Leistung wieder völlig am Ende. Die Frage ist, wie ich das jetzt hier wieder in den Griff bekomme. So, Schild, 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 Schild. Schild. Nee, das geht tatsächlich nicht. Das ist ein echtes Problem. So, aber jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal alle hier so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Ihr sollt euch jetzt hier mal upgraden gehen, da drüben an dieser Raumstation, bei uns zu Hause. Und jetzt gehen wir mal mit der Geschwindigkeit um 1 runter, denn hier passieren gerade eben sehr, sehr krasse Dinge, Leute. Sehr krasse Dinge. Was mache ich mit denen da? Die sind jetzt hier schon auch voll. Deswegen fliegt ihr auch da hoch. So, das Ding gehört jetzt hier mir wieder, aber dies ist völlig hinüber. Es ist nur noch ein schwarzes Loch. Wobei es eigentlich kein schwarzes Loch sein dürfte, wenn es explodiert ist. Also es müsste halt einfach nur vorbei sein. Versteht ihr, was ich meine? Einfach nur so GG. Aber egal. Im Süden werden wir wahrscheinlich relativ wenig Probleme. Ich könnte hier noch Dinge platzen lassen. Alles, was im Grunde eigentlich außerhalb meiner Wohlfühlzone ist. Auf jeden Fall springe ich jetzt da runter. Und verbessere das jetzt hier noch, denn da gibt es einiges zu tun. Dich lasse ich auch noch dahin springen. So. Hostile Fleet sighted. Denn wie gesagt, ich muss jetzt anfangen, mich jetzt hier so einigermaßen Ships upgraded. Zu, Wisst ihr was? Man könnte hier einfach mal zwei Welten vernichten. Go for it. Ihr springt da runter und fresst einfach jetzt hier diese Gebiete. So. Jetzt habe ich nur noch den da, ne? Dann springst du auch noch mit da runter. Und hier habe ich jetzt hier einfach meine schnelle Eingreiftruppe, die jetzt hier einfach gemeinsam wartet. Du jumpst da noch mit hin. Geht einfach jetzt hier kollektiv hin. Das ist zusammen jetzt hier, gut, die sind ja... Die könnten echt noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen, wie ich gerade eben merke. Auch wenn es teuer ist, aber es muss gemacht werden. So, wir warten jetzt an dieser Stelle. So, wir sind jetzt mit einem da. Du gehst jetzt tatsächlich dahin und wirst diesen Stern einfach auflutschen. Ist jetzt im Grunde sind. Ach komm, was hab ich denn? Leider. So. Der eine bewegt sich jetzt dahin und du wirst jetzt den hier auflutschen. Kann ich eigentlich irgendwie sehen, was mir das letzten Endes bringt? Weil da bin ich ja noch dabei zu gucken. Ah, oh Gott, 20.000. Flottenkapazität wurde dadurch auf jeden Fall auch nochmal erhöht, was voll gut ist. Hier wird auch gleich nochmal die Flottenkapazität erhöht. So, wie gesagt, ich will eigentlich, dass sie sich da oben einfach nur gegenseitig fetzen. Es ist mir egal, was sie sonst so tun. Mir geht es einfach nur darum, dass ich mein Gebiet verteidigen kann.
du bist noch hier. Das ist auch okay. Viel mehr Verteidigung kann man hier eigentlich gar nicht haben. Ich meine, wie gesagt, der hier muss auch noch wieder aufgebaut werden, der Trupp. Oder überhaupt mal aufgebaut werden. Deswegen kaufe ich jetzt einfach mal 10.000. Und zack. Und eigentlich müssen wir jetzt nur warten, bis die da unten alles gegessen haben. Was für eine Kampfkraft hast du? 36.000. So stark sind die gar nicht, wie es erst behauptet wurde. Die bekommen echt Probleme, wenn man die da so ein bisschen alleine machen lässt. Ich muss da echt eine Flotte abstellen, dass die da so ein bisschen mit auf die aufpasst hier. So eine kleine 125k Flotte. Nichts Besonderes. Wir haben wieder irgendeinen Erstkontakt, für den ich mich nicht interessiere. Denn bald werde ich mit niemandem mehr reden müssen. In dieser Welt zumindest. So. Ja, ich baue jetzt hier gerade eben erstmal nichts mehr. De facto ist... Was haben wir da jetzt schon wieder für ein Problem? Ach ja, 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 die räumen da oben noch weiter voll auf. Das soll mir recht sein. Ja, wir haben das Gebiet verloren. Das ist mir klar. Das nächste... Eieieiei. Aber das Gute ist halt auch, dass sie sich überall hin ausbreiten. Ne? Das Gebiet da oben, damit kommen wir schon irgendwie klar. So, der Abschuss der Waffe wird wieder vorbereitet. Das gucken wir uns dieses Mal ein bisschen aus der größeren Distanz an. Eieieiei. Das ist ja mal krass. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel habe ich jetzt dadurch bekommen? Okay, es sind immer so 2000 oder so. Es ist jetzt nicht mega heftig viel. Dann isst du jetzt das Gebiet noch auf. Und... Da ist das nächste System gerade eben von mir weggefressen worden. Rumpfstärke Plattform. Da habe ich einen Technologiebonus gerade eben drauf bekommen. Ja, ich werde jetzt hier einfach diesen Stern aufbrechen, ne? Was kriege ich denn da? Da kriege ich nicht viel, das ist mir egal. Geht's einfach dahin. Ich bin echt mal überlegen, ob ich einfach dieses Ding hier einfach aufgebe. Wisst ihr, so die gesamte Kolonie. Ich meine, ja, da ist eine Kolonie drauf. I know. Sie sind bereit, sich für unsere Sache zu opfern. Construction complete. So. Wo? Ach so, ja, natürlich. Sehen wir mal, wie der jetzt hier ballert. Bum, bum, bum. Na dann, guten Appetit. Was ist das? Eine lächerliche kleine Truppe. So, ich kann wieder was forschen. Was nehmen wir denn dieses Mal? Die fühlende Gefechts-KI ist mir völlig Wumpe. Trefferpunkte Schilde sollten es sein. Vor allem auch in Anbetracht der Mieslinge, die da auf uns zukommen. So, das sind noch 180 Tage. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das hier alles noch läuft. Es scheint noch alles zu laufen. Vielseitige Akquirierung. Ja, komm, das machen wir jetzt doch nochmal an. Komm, baut noch mehr da rein. Ich will wissen, was das am Ende dann quasi für eine Truppe ist. Vor allem, wie schlagkräftig die dann wird. Eventuell muss ich da einfach auch nochmal ein paar Schiffe mitschicken. Aber hier unten ist noch die Verteidigung. Ja, wobei, diese Schiffe sind echt gut. Die Verteidigung hier unten ist auch okay. Nennen wir es okay. Wie lange brauchst du hier noch? Ach, gerade passiert. Gerade ist es passiert. Dann brechen wir diesen Stern hier auf. Und...
Auch da ist es passiert. Da darf ich nicht rein, oder wie? Da darf ich nicht rein. Du fliegst da schon mal voraus und passt drauf auf. Aber jetzt habe ich ein Problem. Jetzt mache ich zu wenig Konsumgüter. Ja. Jetzt mache ich zu wenig Konsumgüter aufgrund, naja, Reasons. Was ist da schon wieder los? Ja, die nehmen jetzt halt hier diese ganzen Dinger da weg. Das war klar. Ey, ohne Witz, ich bin halt echt mit der gesamten Galaxis im Krieg. Aber die gesamte Galaxis hat auch ein echtes Problem. Ich bin auch hier tendenziell eher am Gewinnen. Ne? Also das ist schon heftig. Okay. Sie kommen näher, so wie es aussieht. Der Core ist einfach mal vernichtet. Da ist nichts mehr da. Also ganz im Ernst, egal was. Es ist einfach nur der Untergang, der jetzt hier passiert. Construction complete. Hostile fleet sighted. Wo ist schon wieder so eine Hostile Fleet? Gesightet wurde. Ach da. Ja, Mai. Irgendwas ist ja immer. So. Technology researched. So, die Plattformen haben mehr Strukturpunkte bekommen. Schaden von Explosionswaffen, Schaden von Trägergeschwadern. Ja, denn ich habe eine Menge Trägergeschwader jetzt. Jetzt ist das hier gleich fertig in der nächsten Stufe. Hostile Fleet sighted. Da werden jetzt eine Menge Fleets auftauchen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. So, wir haben die nächste Ebene geschaffen. Halt, das wollte ich anklicken. Das sorgt schon mal dafür, dass ich jetzt hier mehr Sternenbasenkapazität bekommen habe. Und darüber hinaus auch noch mehr Verteidigungsplattformen. Oh, das ist nice. Das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Mit den Verteidigungsplattformen. Da baue ich hier schon mal welche rein. Da noch welche rein. Und da ging ihm das Material aus. Aber Hauptsache, der Scheiß wird schon gebaut. Warte mal, 5% mehr Unterlichtgeschwindigkeit. Das ist natürlich mega heftig. Hostile Fleet sighted. Oh, warte mal, wer ist denn das? Das sind Dinge, die werde ich nicht akzeptieren. Jetzt lernen wir diese Mieslinge mal kennen. Ach. Hi. So, Jungbrunnen, der Vorstand des Forschungsnexus, ist stolz und glücklich über die einmalige Gelegenheit, den viel beachteten Wissenschaftler Dr. Irgendwas zu rekrutieren. Eine Koryphäe auf dem Gebiet der Lebensverlängerung. Er und sein Team standen, das ist eigentlich ziemlich sinnlos für uns, standen kurz vor der Entwicklung eines Serums mit gutem lebensverlängernden Potenzial, als ihnen die finanziellen Mittel ausgingen. Die Einstellungen von Dr. Xahore bedeutet aber, dass bla 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 bla. Bioengineering von, ja gut, was bekomme ich? Entweder wird er rekrutiert oder nicht. Ich rekrutiere. Construction complete. So, Flotte geht sich jetzt hier mal reparieren. Ich habe doch sicherlich noch so einen Forscher hier. Genau, machen wir hier das Spezialprojekt. Gibt ja eigentlich noch ein paar Spezialprojekte, die man tun könnte. Habe ich eigentlich noch mehr Forschungsschiffe? Ich habe noch ein weiteres Forschungsschiff, und zwar hier oben. De facto könnte ich eigentlich das gesamte L-Cluster fast aufessen. Oder es wäre einfach übertrieben. Man könnte es auch einfach als übertrieben ansehen. Manche davon sind ja auch gar nicht so schlecht von diesen L-Cluster-Dingern. Kanone. Kommandozentrum. So, wir gehen wieder mal in den Shroud. Ja, ich bekomme wieder nichts, was ich will. Wir bekommen einfach diese Psy-Schilde nicht. Wir bekommen sie nicht mal als Option. So, wie weit bist du hier? So, Waffe wird abgeschossen. Können wir mal beobachten. Ich meine, es hat minus 5 exotische Gase. Hostile Fleet sighted. 10.000 von dieser dunklen Materie. Ich will auf jeden Fall die nächste Stufe hochgehen. Hui, 11.000. Kannst du hier direkt mal weitermachen. Ach, das war jetzt das Aufladen der Waffe.
Ein aufmerksamer Kommunikationsoffizier hat ein schwaches Signal identifiziert, das die Gamma-Strahlenblitze aus dem lokalen schwarzen Loch fast ununterbrochen untergegangen wäre. Schwach, aber zweifelsfrei künstlichen Ursprungs. Dies eröffnet unseren Wissenschaftlern faszinierende Möglichkeiten. Moment, das Horizontsignal. Ich mach kurz mal erstmal das Drohnenstudium. Argwöhnische Gemüter. Das ist auch ein eigenes Event, das jetzt hier gerade eben stattfindet, ne? Also, der Wissenschaftler, den wir angehört haben, und sein Team haben am Anfang dieser Woche die Ergebnisse ihrer Forschungen präsentiert. Wird das Serum auf die Haut aufgetragen, sorgt es für unübertroffene Zellregeneration, was vermutlich an einer wundersamen Zutat namens Fixis-Extrakt liegt. Das ist garantiert etwas, was im Teleshopping laufen würde. Es ist auf jeden Fall mysteriösen Ursprungs. Leider haben einige wenige Individuen Beschwerden über die zusätzlichen Finanzmittel an uns herangetragen, die er erhalten hat. Dr. Groig ist sogar so weit gegangen, den anderen Doktor als Betrüger zu beschuldigen. Ja, Teleshopping-Doktor. Sie bitten jetzt um Erlaubnis, eine Geheimuntersuchung zu starten und gleichzeitig ein zusätzliches Budget in Höhe von 500 Credits. Ja, macht halt. Ich muss dieses schwarze Loch hier untersuchen. Dann mach das nochmal schnell. Und dann das da. Und dann das da. Als dieses Horizontsignal gerade eben kam, habe ich gerade eben gedacht, ihr wollt mich verarschen. Es kommt nicht noch eine dritte Krise oder so. Nächstes Sternensystem. Down. Ach, das sind die, die hier durchfliegen. Die interessieren sich für mich zum Glück gar nicht. Komm, du isst jetzt den Stern hier auf. Das Gemeine ist ja, man könnte das halt auch echt mit so einer Heimatwelt machen, ne? So, ihr holt jetzt erstmal das schnell wieder zurück und kommt dann wieder hierher. Ja, ich habe wieder ein System verloren. Special Project complete. Schwerkraft ist Verlangen. Wissenschaftsoffizier Artam Ajena berichtet, dass das Signal unerwartet einfach zu entschlüsseln war. Aber dass ihr Team beachtliche Zeit mit der Bestätigung verbracht hat, dass es sich nicht um einen Scherz handelt. Es ist eine sich wiederholende, halbwegs schlüssige Nachricht in der bördischen Sprache. Wohl so etwas wie ein Gedicht. Sie wiederholt die Sätze Schwerkraft ist Verlangen und Zeit ist Sicht. Sie verschlüsselt die verschlüsselten Koordinaten in der Nähe des schwarzen Loches. Außerdem endet es mit einer namentlichen Widmung des Wissenschaftsoffiziers, der leidenschaftlich hinzufügt, dass das Signal schon seit einem Zeitpunkt vor ihrer Geburt sendet. Das Signal könnte sogar schon älter als unsere Zivilisation sein. Faszinierend, das Schiff zu diesen Koordinaten schicken? Machen wir einfach mal. Oh, da haben wir die Schlange. Als sich unser Forschungsschiff den Koordinaten des Signals nähert, beginnt sie vom Raumverzerrung und merkwürdigen Linseneffekten zu berichten. Ein Strom wertvoller Daten, dann auf einmal wird die Übertragung verzerrt. Das darauf folgende wird ausführlich analysiert. Die Aufregung in der Stimme von unserem Wissenschaftsoffizier schlägt in Angst um, als der Schiffsrumpf durch die zunehmende fremdartigen Bedingungen immer mehr Probleme bekommt. Das Schiff löst ein Notsignal aus. Ja, Artam Ajena schreit die Schlange. Vielleicht auch die Schlange? Dann hören sämtliche Übertragungen auf. Ja, unser Forschungsschiff verschwindet spurlos. Keine weiteres Übertragung, keine Trümmer. Und der Weltraum ist bei diesen Koordinaten harmlos und völlig verzerrungsfrei. Die zurückgeschickten Daten aber haben unsere Physikforschung gewaltig nach vorne gebracht. Vielleicht war dies ihr Leben wert. Geil. So, jetzt haben wir halt einen Forscher verloren. Mist. Vor allem auch Mist in Action. Ich kann jetzt nochmal einen weiteren Sternenfresser bauen, wie ich gerade eben festgestellt habe. Aber ich will eigentlich erst die nächste Stufe machen. Ich denke einfach mal, wir werden das jetzt erstmal nicht brauchen. Ich meine, wir fressen ja immer noch weiter. Ich will tatsächlich einfach diesen Schritt nach vorne gehen. Oh ja, das will ich. Ich möchte diesen Schritt nach vorne gehen. Kostet halt 20.000, ne? Aber wir sind schon auf einem guten Weg dahin.
Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle, wo ich einfach feststelle, dass ich hier noch mehr von diesem Scheiß hier kaufen muss. Komm, jetzt gehen wir einfach mal auf 10 und dann ist es hoffentlich jetzt einfach mal genug. Weil die... Special Project complete. Ich nehme den Mineralienabbau, genau. Ich weiß nicht, warum man den Schaden nehmen sollte. Es gibt keinen guten Grund dafür. Ja, okay. Das dürft ihr machen. Es ist mir sowas von egal. Ich bin sogar bereit, die einfach alle zu killen, wenn es sein muss. Ich verkaufe jetzt hier nicht mehr ganz so viele. Colony lost. Gott, was hier alles gerade passiert. Nomotar-Extrakt. Dr. Greugs Untersuchung von dem anderen Doktors Forschung hat interessante Resultate ergeben. Der andere Doktor hat, also der Teleshopping-Doktor, hat die Effekte des Serums nicht nur stark übertrieben dargestellt, sondern auch versäumt zu erwähnen, dass sie nur vorübergehend sind. Die Nebeneffekte sind bei einer Überdosierung ja, unter Umständen permanent. Das Extrakt selbst wurde aus den Drüsen einer Spezies gewonnen, die im Nomotar-System beheimatet ist. Dabei handelt es sich um niemand anderen als die Baanthurien von Baanthurian Sovereignty. Oh Gott, die Baumfuzzis? Der Teleshopping-Doktor hat mehrere von ihnen monatelang im Kälteschlaf gehalten, für den notwendigen Extraktionsvorrat ja, zu sorgen. Wenn sie die Wahrheit herausfinden, würden unsere diplomatischen Beziehungen zu ihrem Reich wahrscheinlich darunter leiden. Ach, echt? Das Projekt terminieren? Nee, der soll weitermachen. Ein Extrakt aus diesen komischen Viechern. Wie kann ich da verlieren? Aufladung der Waffe beginnt. Abfeuerung. Es ist immer noch die Aufladung der Waffe, die hier auch gerade eben noch stattfindet. So, jetzt will ich gerade mal gucken. Der ist immer noch nicht ganz fertig, hat aber jetzt schon 76k Kampfkraft. Wir brauchen noch mehr von diesen Schiffen. So. Technology researched. Jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal... Ich wollte das Ding nie forschen. Warum habe ich das? Achso, ich bekam es geschenkt. Fuck! Das ist der Preis für, wenn man zu neugierig forscht. So, ich will jetzt hier nochmal einen Forscher mir reinholen. Ausgrabungsgeschwindigkeit. Ja, warum nicht? Ich habe aber ansonsten hier, glaube ich, gerade eben nicht mehr so viel. Habe ich noch irgendwelche Ausgrabungsstätten? I disbelieve this at this moment. Ich glaube, da ist tatsächlich noch eine. Komm, am Ende der Welt nochmal ein bisschen was ausgraben. Gucken, ob es sich lohnt, darüber nachzudenken. Störsender rein. Ich warte jetzt hier gerade eben. Ich kann das halt alles momentan noch nicht so richtig hier... bezahlen. Hostile fleet sighted. Du gehst mal wieder hier schnell zurück. Hier findet irgendwo wieder ein Angriff statt. Ach so. Ja, mein Gott. Was soll's. Das Problem ist halt, dass ich jetzt hier diesen Klapperadatsche nicht mehr verkaufen darf. Ne? Das ist das ganz, ganz große Problem. Und ich muss jetzt halt auch nochmal weniger Nahrung verkaufen. Hostile forces landing. Oh! Das Nomotar-Extrakt angeboten unter dem Namen Ewig Jung hat die Galaxie im Sturm erobert. Dank seiner charismatischen Erfinder und massiven Marketingkampagne wird die neue organische Wundercreme überall angeboten. Ich sagte, das ist der Teleshopping-Doktor. In jedem System gibt es jetzt Berühmtheiten, die mit Ewig Jung sind. Garantiert irgendwelche Influencer. Bleh, widerliches Pack. Wie sich der Doktor genügend von diesem Drüsenextrakt für eine Massenproduktion des Serums beschaffen konnte, bleibt allerdings ein Rätsel. Oh, ich glaube, wir haben da was in unserem Gefangenenlager. Hinzufügen des Modifikators ist 60 Monate plus 200 Energy Credits. Yes. Löst gerade eben ein paar meiner Probleme, würde ich mal behaupten. So, wir haben also dieses System ja auch gefrackt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich einfach... Ja, was heißt einfach? Das müsste auch so oder so einfach gehen. Der ist gerade eben hier noch dabei, die Waffe abzufeuern. Was ist denn da los? Hostile fleet sighted. So, komm, wir fragen dieses Orbitalhabitat. We've lost a colony. Wie viel haben wir jetzt schon? 16.000.
Also ich könnte nochmal zwei von den Dingern bauen. Und zugegebenermaßen wäre das mega krass. Weil die würden halt dann quasi 4K machen. Ich glaube echt, ohne Witz, dass ich das tun sollte. Ich glaube, ich sollte wirklich nochmal solche Dinger bauen. Wir bauen eine End-of-Day-Klasse. Gott, die brauchen echt lang. Ist mir egal. Wir bauen jetzt nochmal zwei davon. Wir werden so viele Sterne fressen, die wir nur finden können. So, noch mehr Befehlslimit Flotte. Ich kann jetzt momentan noch keine weitere Befehlslimit Flotte machen. Verwaltungslimit soll das nächste sein. Es wird besser dadurch, dass wir Scheiß verlieren. Das Leben wird einfach besser durch die Zerstörung von anderen Dingen. Bei uns zumindest. Hier sieht alles momentan noch richtig taco aus. Jetzt müssen wir hier wieder die Flotten verbessern. Ja, hau rein, ne? Zack. 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 Das wollte ich eigentlich machen. 250er Größe, ey, das ist jetzt schon echt ordentlich. So. Seid ihr inzwischen schon so weit? Weitgehend. Jetzt kann ich endlich hergehen. Kommandozentrum. Nee, wir machen jetzt die Logistikbüros hier rein stattdessen. Selbiges machen wir hier. Logistikbüros noch rein. Das Witzige ist, dass ich hier zumindest da Verteidigungsplattformen habe. Das finde ich gerade eben ehrlich gesagt ziemlich nice. Oh Gott, die sind bei 36 Minuten. Boah, ihr seht, wie ich mich jetzt hier gerade eben drin verliere. Das ist voll faszinierend. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch eine schöne Endzeit hier, ne? Macht's gut. Tschüss und Ade.